Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Michaela mit einer kurzen Hörbuchrezension. Ja, alle die jetzt letztens meinen Vlog gesehen haben, haben vielleicht mitbekommen, dass ich gerade ein Hörbuch höre, nämlich Anständig Essen von Karin Duwe. Karin Duwe ist auch die Sprecherin dieses Hörbuches. Und sie berichtet darüber, über ihre Erfahrungen, die sie in einem Selbstversuch gemacht hat, als sie mehrere Ernährungsweisen ausprobiert hat. Ja, Karin Duwe ist jetzt nicht diejenige Frau, die, sagen wir so, aus dieser Ökoszene herauskommt. Also sie isst gerne, zum Beispiel, so fängt eigentlich auch das Hörbuch an, sehr gerne Hähnchengrillpfanne. Und ja, beim Einkaufen macht ihre Freundin oder ihre Bekannte Jiminy sie darauf aufmerksam, ja, wie doch diese Tiere, diese Hähnchen leiden mussten, um praktisch hier für einen Preis von 2,39 oder so etwas im Kühlregal oder in der Tiefkühltruhe zu landen. Und ja, sie merkt dann halt auch in Gesprächen mit ihrer Bekannten, die da schon früher ein bisschen etwas weiter, oder nicht weiter, sondern wie soll ich sagen, bewusster sich ernährt hat, dass sie da einfach moralisch und ethisch gesehen irgendwie ins Hintertreffen gerät oder geraten ist und entschließt einfach ein besserer Mensch zu werden. Und dies in einem Selbstversuch, und zwar versucht sie verschiedene Ernährungsweisen aus, einmal biologisch dynamische Lebensmittel zu sich zu nehmen, also jeweils zwei Monate dann vegetarische Ernährung, und indem sie auf Fleisch und Fisch verzichtet, aber noch nicht auf Milch und Käse bzw. auf Eier noch nicht. Das ist dann der nächste Schritt, wo dann eine vegane Ernährung ansteht. Vegane Ernährung ist also dann wirklich Verzicht auf alle tierischen Produkte, also nicht nur im Essen, sondern halt auch im Leben, also sprich auch keine Ledersachen mehr, also keine Lederschuhe, keine Wollpullover, keine Sachen aus Filz, auch kein Bienenhonig mehr und so weiter und so fort. Also es geht dann sehr, sehr weit sogar, diese vegane Ernährung eigentlich, wenn man sich das dann mal klar macht, wo überall tierische Produkte Eingang finden, beziehungsweise auch unter Benutzung von tierischen Sachen irgendwo produziert werden. Ja, und als allerletztes kommt dann noch diese Frutarismus-Phase, wo sie also Frutarier, muss ich noch kurz erklären, sind jetzt Menschen, die nur noch Sachen von Pflanzen essen, die die Pflanze selbst freiwillig hergibt. Also sprich, wo die Pflanze, wo die Frucht vom Baum fällt, also wie Äpfel, Birnen, weiß nicht, Bananen, ob das, die werden ja auch grün geerntet, keine Ahnung. Oder dann auch so Sachen wie, natürlich Getreide geht eigentlich auch noch, weil Getreide wird ja von einer toten Pflanze geerntet. Also die Pflanze ist ja dann schon tot, wenn sie geerntet wird. Wobei es da anscheinend auch unterschiedliche Fraktionen innerhalb des Frutarismus gibt, wobei auch, muss ich ehrlich zugeben, oder hat sie dann auch geschrieben, es gibt sehr, sehr wenige Frutarier weltweit anscheinend. Sie hat auch Schwierigkeiten gehabt, da einen entsprechenden Gesprächspartner zu finden. Sie, also wie gesagt, das Buch ist also sehr, sehr lebensnah geschrieben eigentlich. Es ist also nicht irgendwie ein typisches Sachbuch, wo die ganzen Sachen referiert werden, wie schlecht und wie dies und jenes und sonst irgendwas. Und es ist ein sehr lockerer Erzählstil. Sie nimmt uns mit in ihr Leben. Sie erzählt, wie sie mit ihrem Hund zum Tierarzt fährt, der krebskrank ist, wie er zum Schluss dann doch eingeschläfert werden muss, weil er halt doch sehr, sehr stark leidet. Wie sie es erlebt, dass ein Fuchs ihre Hühner anfällt, wie sie einkaufen geht, erst biologisch, danach versucht, sich vegetarisch zu ernähren und dann natürlich biologisch-vegetarisch, also sprich biologische Milch und so weiter und so fort, biologisch Anbau von Pflanzennahrung, also Tomaten und so weiter und so fort. Also sie nimmt uns da mit, auch wie sie zum Beispiel erzählt, wie sie dann eine Tierbefreiung mitmacht, Hühner befreit, und auch aber eingestreut in diesen Geschichten, die einfach sehr, sehr spannend sind, die sie sehr locker erzählt, sind dann auch immer wieder diese sozusagen belehrenden Stücke, wo sie halt darauf aufmerksam macht, welches Leid eigentlich Tiere doch erleiden müssen, um für den Menschen als Nahrung zu dienen, ganz einfach. So muss man das ja sagen, welche Konsequenz das hat, zum Beispiel, dass halt
der Fleischkonsum immer mehr zunimmt, dass eben durch diesen Fleischkonsum letztendlich mehr Treibhausgase freigesetzt werden, als wie im ganzen Transportwesen, also sprich egal ob mit Schiffen, Autos, Eisenbahnen. Das ist eine bekannte Tatsache, dass also durch Fleischkonsum mehr Treibhausgase freigesetzt werden, als wie gesagt durch Autofahrer und durch Transporte. Ja, und das natürlich auch, welche Konsequenzen es hat, dass man Milch trinkt, dass halt da deswegen ja, Kühe leiden müssen. Nicht nur die Kuh, die Milch gibt, sondern halt auch das Kälbchen, die letztendlich der Mutter nach der Geburt weggenommen wird, damit eben das Kälbchen nicht die Milch trinkt, sondern dass der Mensch die Milch sozusagen abernten kann. Und das Kälbchen ist dann letztendlich ein lästiges Beiwerk, das dann noch mit irgendwelchen Ersatznahrungsmitteln gewisse Zeit hochgepäppelt wird, bis es dann halt letztendlich geschlachtet wird. Weil, wie gesagt, Milch ist ein schönes Lebensmittel. Ich trinke sehr gerne Milch eigentlich, aber ja, wenn man sich das so bewusst macht, kommt man eigentlich dann auch immer, also ging es mir jedenfalls, doch immer wieder ins Grübeln und habe dann überlegt, ja, eigentlich hat sie schon recht, das Ganze nimmt irgendwie Umfänge an, wo man sich sagen muss, ja, das ist halt doch, ja, man ist da einfach nicht mehr, ich fühle mich da eigentlich nicht mehr richtig wohl so dabei, also auch mit dem Fleischkonsum, mit der Milch zum Beispiel, auch mit den Eiern, wie die Hühner gehalten werden und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, ja, irgendwas muss man da doch auch irgendwie machen. Und es liegt da letztendlich jeden an, in seinen eigenen Händen oder in seine Verhaltensweise zu ändern. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck dieses Buches, einfach mal einem bewusst zu machen, wie das eigentlich alles zusammenhängt, wie die Produktionsweisen in der Landwirtschaft sind, wie die Tiere darunter leiden müssen, egal ob sie jetzt biologisch oder nicht angebaut werden, ich sage jetzt ganz bewusst angebaut werden, letztendlich auch eine biologisch gehaltene Kuh wird zum Schluss geschlachtet und ob sie das jetzt sie wird es sicherlich auch nicht ganz toll finden, dass sie einfach, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder sonst irgendwas einfach geschlachtet wird. Ja, und so weiter und so fort. Also es wird einem ein bisschen bewusst gemacht, welche Konsequenzen diese Ernährungsweisen oder auch das Verhalten eines selbst auf die Umwelt hat, auf andere Lebewesen. Und wie gesagt, es ist sehr gut geschrieben, sehr gut erzählt. Es macht Spaß, trotz des sehr ernsten Themas Karin Duwe zuzuhören. Und wenn ich jetzt ähnlich wie bei Hörbuch FM zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das kennt, es ist so ein Internet-Radiosender. Auf Hörbuch FM zum Beispiel werden immer so, statt Sternchen werden jetzt da immer Kopfhörer verteilt. Und das möchte ich jetzt hier auch machen. Also ich gebe diesem Hörbuch 4 von 5 Kopfhörern. 4, weil es eine gekürzte Ausgabe ist. Wenn es eine ungekürzte wäre, würde ich 5 Kopfhörer vergeben. Okay, das war's von mir. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, egal wann ihr das seht oder anhört. Eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Das war eure Michaela. Tschüss.